Hallo bei Marios Fliegendose. Ich bin der Mario und binde heute mit euch mal wieder eine neue Fliege. Als Haken habe ich hier heute den Gamakatsu Jig Nymph in Größe 10. Und da aufgezogen habe ich eine Slotted Tungsten Bead in 4,6 mm. Das ist eine riesige Perle für so einen Haken. Aber ich muss eine kleine Geschichte zu der Fliege erzählen. Und zwar ging irgendwann mal die Tür auf hier im Laden. Kunde kam rein, zeigte mir eine Fliege und sagte, ob ich die nachbinden kann. Da habe ich ihn etwas verwundert angeguckt und habe gesagt, na klar kann ich, ist kein Problem, die Fliege ist nicht schwer. Aber was willst du mit diesem riesen Brummer und in der Farbe? Und er sagte dann, dass er damit sehr gut fangen würde und ich sollte die mal ausprobieren. Also habe ich ihm welche gebunden, habe mir auch ein paar dazu gebunden und habe es tatsächlich ausprobiert am Neckar. Und dies dann bei extrem angetrübtem Wasser und bei höherem Wasserstand, wo die Fische dann auch nicht viel Zeit haben, sich die Fliegen anzugucken, aber das Muster halt einfach runter muss zum Grund. Und dies möglichst schnell, da ich dann auch oft mit kurzer Leine und einer langen Rute, also so einer Tschechnymph-Rute, in 10 Fuß oder 11 Fuß Fische und dann auch wirklich nur kurze Driften habe, muss die Fliege schnell dort unten sein, wo die Fische stehen und das in schnellem, tieferem Wasser. Und da habe ich mit der Fliege wirklich sehr, sehr guten Erfolg gehabt in 2, 3 verschiedenen Farben. Ich zeige euch gleich noch die Varianten und binde jetzt mit euch die Fliege. So, Haken und Perle habe ich ja schon gesagt. Als Faden verwende ich hier UTC 140 in Weiß. Den Faden dann immer bitte zur Fliege ein bisschen anpassen. Und mit dem lege ich eine Grundwicklung relativ weit hinten rein in den Bogen. Schneide den Rest ab. Nimm mir etwas Sekundenkleber, ZBrush On. Und lackiere damit die Grundwicklung. So, jetzt brauche ich eine Grizzly-Feder. Da rupfe ich mir ein paar Fieberchen ab. So. Und nehme diese Fieberchen und binde mir die als Schwänzchen ein. Und jetzt brauche ich einen Draht. Ich nehme jetzt hier einen chartreusefarbenen Ultrawire in extra small. Also sollte auf jeden Fall ein dünner sein. Ob der jetzt chartreus ist oder Silber oder Kupfer oder so, spielt in der Fliege hier, glaube ich, keine große Rolle. Aber ich benutze diesen hier, weil ich den auf 2, 3 verschiedene Farben, wo ich den verwende, da passt er eigentlich ganz gut drauf. Und so, dann binde ich den ein. Und jetzt brauche ich etwas Feinspektra-Dubbing. Und das hier ist die Farbe Ice Pearl. Ich brauche natürlich nicht so viel, wie ich jetzt hier in der Hand habe, aber dieses absolute Flash-Dubbing, Glitzer-Dubbing verwende ich für diese Fliege. Und so kam das Muster von dem Kunden bei mir an. Das spinne ich an und forme mir damit einen Körper. Das nachlegen. Und der Körper kann auch ruhig etwas voluminöser sein. Leg noch etwas Dubbing dazu. So, und jetzt habe ich hier noch ein bisschen Platz gelassen, dass ich hier noch weiter was machen kann. Und zwar brauche ich jetzt eine Grizzly-Feder, eine Sattelfeder am besten. Da die relativ kurze Fibern hat und ein bisschen länger ist. Ich kann dann mit einer solchen Feder kann ich gleich 10 verschiedene Fliegen binden oder so. Da kriege ich relativ viel raus. Und hier habe ich mir den Kiel so ein bisschen sauber gemacht. Schneide mir jetzt den Rest ab. So, und diesen lege ich mir jetzt hier rein, bind den fest. Und jetzt, ich weiß nicht, wer das Video von euch kennt, wahrscheinlich einige. Aus dem Wullibagger nehme ich diese Feder, mache hier eine Wicklung und gehe dann
mit der Feder durch das Dubbing hindurch, nach hinten in wenigen Wicklungen. So. Jetzt nehme ich den Faden, vielmehr den Draht, überfange mir hier hinten die Feder, am besten gleich mit zwei Wicklungen, dann ist die ein bisschen sicherer, und dann wickle ich den Draht durch die Feder durch, nach vorne, und dadurch, dass ich in die gleiche Richtung wickel, also oben über den Haken drüber, wie ich vorher die Feder in die andere Richtung gewickelt habe, bekomme ich mit jeder Wicklung des Drahtes eine Überkreuzung über die Feder, und damit sichere ich die Feder unwahrscheinlich gut. Also mir ist so eine wirklich noch nie aufgegangen. Dann fange ich hier vorne den Draht ab, klappe mir den nach hinten und sichere ihn dadurch noch ein bisschen. Dann schneide ich mir den Draht nicht mit der Schere ab, sondern wippe einfach so hin und her, bis der sauber abbricht. So mache ich mir meine Schere nicht stumpf. Jetzt nehme ich mir nochmal ein ganz wenig Dubbing. Ihr könnt auch eine Kontrastfarbe nehmen, aber ich nehme immer die gleiche Farbe. Also ich mache da jetzt nicht in einer Fliege zwei verschiedene Farben rein. Und wickel hier direkt hinter noch ein wenig Dubbing. Nehme dann meinen Knotenbinder, meinen Whipfinisher. Mache mir einen festen Knoten. Schneide den Faden ab. Schneide mir die Rest. Feder ab, die ist jetzt noch sehr lang, da kann ich noch ganz viele weitere Fliegen mit binden. Dann nehme ich meinen Klettverschluss und bürste mir das Dubbing etwas aus. Nehme mir etwas Bindelack oder Sekundenkleber, gebe hier hinten auf die Fadenwicklung noch etwas drauf, dass der Knoten nicht wieder aufgeht. Und fertig ist die Fliege. Ich weiß, das Ding sieht echt komisch aus und hat mit im Wasser lebenden Insekten rein gar nichts zu tun, aber ich habe damit sehr gut gefangen. Und auch in dieser Farbvariante, in so einem Chartreuse mit Braun und auch noch in einer bräunlichen Variante, also mit einem bräunlichen Dubbing, habe ich auch sehr gut gefangen. Und daher zeige ich euch die Fliege, weil ihr sie einfach mal ausprobieren solltet. Und manchmal sind es ja die ungewöhnlichen Dinge, die dann die Fische bringen. Und in dem Fall hat es mich auch echt überrascht, aber es war gerade bei angetrübtem Wasser eine reine Fangfliege, das war wirklich sehr gut. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbinden. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut gerne noch in die anderen Videos rein und macht einen Daumen hoch. Und bis dahin dann alles Gute, euer Mario.